hau ich erstmal den hier noch raus und dann gucke ich mal. Ach Mann. So. Nein, Keith. Keith, I don't like you. You heard me? I don't like you. Wieso rede ich Englisch? So. Willkommen in Deutschland. Deutschland, du musst sprechen Deutsch. Ganz ein auf den. Alles auf die alte Schule. So. Dann lässt sich das hier. Schon wieder mit Holz? Nee, mach ich Stone wechseln. Das wäre dann ehrlich gesagt egal. Und dann füllen wir hier einfach den ganzen Graben auf dieser Höhe auf. Was kinderleicht wird. Brauchen ja kaum Erde. Oh Mann. Hm. Oder bauen wir uns das einfach dicht und bauen uns da unten noch was hin? Aber was soll man sich da unten hinbauen? In eine kleine Kammer. Hm. Was baut man sich für gewöhnlich in eine kleine Kammer hinein? Ich weiß es nicht. Ich glaube gar nichts, oder? Das ist eigentlich relativ unnötig, wenn man sich in so eine Kammer noch extra irgendwas reinzimmert. Oder? Hm. Naja, okay. Egal, wir gehen jetzt früh schlafen, damit nicht gleich wieder die ganzen Creeper-Meister um die Ecke kommen und dann gehen wir mal wieder Holz sammeln. Ja, schlafen da. Denn wir brauchen ja schließlich noch Holz für den Hühnerstall und fürs Lager und für ganz, ganz viele andere Sachen. So. Haben wir und ich glaube... Ach, ein neues Schwert habe ich noch. Okay. Ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Entschuldigung. So. Und das erstmal nicht in meinem Inventar. Den auch erstmal nicht, den Dings hier. So. Mache ich das mal... Oh. Machen wir das mal so und so. Ich bin hier gerade so leicht am Ordnen. Und die Setzlinge ordnen wir zum Schluss nochmal ein. So, dann hat sich das ja geklärt. Und tut sich immer noch nichts. Ich glaube auch diese Betterhöhung hier, die reiße ich ab. Das ist ja eigentlich ziemlich unnötig, was ich da gebastelt habe. Ich sehe da keinen Nutzen drin. Und ja, dann würde ich sagen, Tintenfischchen, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Richtung einfach weiter rein, weil da ja noch mehr unberührtes Holz ist. Haben wir echt kein Holz mehr? Mann, das ist doch zum Mäusemelken. Aber wir haben kaum was zu essen. Obwohl, wir können dieses Rotten Flesh auch, auch essen. Kriegen zwar eine kleine Vergiftung, aber... Die kleine Vergiftung passiert ja eigentlich nicht. Ach, die ganze Erde haben wir für diesen Steg verpulvert. Ach ja, genau. Da merkt man natürlich, was das für eine tolle Idee war. So. Ha, unser Getreide können wir bald ernten. Ja. So. Ach komm, den Latte dazu nehme ich nochmal mit. Und dann... Ha, schön. Gehen wir uns doch mal ein bisschen bedienen. Boah. Mega lag. Nicht lang. So. Ach, hier ist noch was. Ach, hier ist diese ursprüngliche Falle. Was haben wir denn da? Joa. Aber ich glaube auch da unten ist eine Höhle, oder? Ich glaube da unten ist auch sowas wie eine Höhle, weil die bleiben ja nicht einfach irgendwo stecken. So. Au, weia. Pogo Party. Na. Milka. So, jetzt müssen wir hier wieder raus, sofern wir das auch mal schaffen. Schwimm, schwimm um dein Leben. So. Oh. Oh. Oh, oh. Oh ja, ich glaube. Hoch. Ich glaube, da drinnen bleiben die alle stecken, ne? Das käme jetzt zumindest logisch. Oh, 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 oh. Okay. Oh. Das finde ich jetzt nicht so doll. Oh nein. Oh nein. Ich wollte keinen Mammutbaum. Oh nö. Oder ist das jetzt hier von dem? Das weiß ich jetzt nicht. Ich farm den jetzt hier einfach so ab. Ich glaube, das war auch kein Mammutbaum. Ne, ich höre Schritte. Ach du. Das kleine Schäfchen hier macht die Schritte. So. Komm du nochmal zu Papa. Jo, und weiter geht's. Holz sammeln. Folge 2.800.000 noch was. Ich weiß es nicht mehr. Wie oft haben wir jetzt schon Holz sammeln? Müssen wir dringend selber in unserer... Ah ne, das ist blöd. Ich
wollte gerade sagen, dass wir da hinten in unserem kleinen Tal ein paar Bäumchen setzen, aber... Nee, ich kann es ja nicht ernten. Du kommst auch dann kaum hin, oder? Und wenn überhaupt, dann haben wir da keine Bäumchen, sondern haben da drunter unter diesen Bäumchen nur Besuch. Und das ist auch nicht gerade in meinem Ermessen. Na gut. So, komm du noch mal mit mir mit. So. War das jetzt der Baum? Ja. Ich erinnere mich mal dran, dass wir hier nochmal später zurücklaufen, um die Setzlinge einzusammeln. Und irgendwie sind ja auch ein paar weniger Bäume, wie ich feststellen muss, was ich eigentlich schade finde, weil das ganze Holz ist ja nicht so zu verachten. Holz ist ja bekanntlich nie zu verachten, ne? Gut, dann... Gut, ich habe nur gerade geguckt. So, wir begeben uns auf diesen kleinen Hintersee zu, der sich da hinten noch befindet. Du weg, du weg. Mitkommen. Mitkommen. Mitkommen und mitkommen. Und dann... Oh. Oh, Tintenfischchen. Wollen wir uns gleich ein paar Tintensäcke besorgen? Hm, nee, ich glaube, schwarze Wolle werden wir demnächst erstmal nicht brauchen. Nee, lassen wir die Kleinen erstmal leben. Aber ich könnte euch gleich zeigen, wie hammer diese Tintenfische aussehen. Also ich muss sagen, das Texture Pack wurde ja neulich aktuell... Aha, hier ist Lehm. Ich hab's gewusst. So. Und zwar finde ich die Tintenfische besonders gut gelungen. Die haben so viele Details. Wenn man sich die immer so im Kurzen ansieht. Also ich finde die wirklich astrein. Und wo geht's schon wieder hier hin? Huch. Was ist denn hier passiert? Also eine Untergrundschlucht oder was war das? Ist ja irgendwie alles weg. Oh. Alles weg ist nicht so schön. Wir müssen nochmal auf Kürbisexpansion gehen. Wir müssen mal gucken, wo wir den Kürbis finden. Weil hier in der Nähe finde ich ja leider keiner. Und das, obwohl ich doch so ein Kürbismensch bin. Nee, es war wirklich so. Beispielsweise... Ich meine, an Halloween sind... Okay, an Halloween sind Kürbis sowieso ein Muss, aber ich liebe fast alles, was mit Kürbis zu tun hat. Kürbissuppe ist ein absolutes Highlight, finde ich. Also im Herbst ist Kürbissuppe ein Muss. Meiner Meinung nach. Huch, schwebt da ein Block. Ja, schwebt ein Stück von einer anderen Baumkrone an dem anderen Baum geheftet. So, so. Ach ja. Und hier geht's. Ha? Wo ging's denn hier runter? Oh, oh nein, ein Suizidschaf. Ha, ein kleines Suizidschaf. Mal helfen? Tut mir leid. Och nein. Es stand schon im Abgrund. Ich habe nur nachgeholfen, okay? Ob man das jetzt als Tierquälerei bezeichnen kann, weiß ich nicht. Es war ein Suizidschaf. Na gut. So... Diese Fenster fallen einem auch sofort auf. Du springst auch sofort ins Auge. So. Und wir brauchen noch Holz. Ich glaube, ein Stack Holz. Sollte das fürs Erste reichen? Ich weiß nicht. Wie viel haben wir denn? Stübern. Über zwei Stacks da. Könnt schon aufhören mit Hölzchen sammeln. So. Machen wir mal Setzlinge sammeln. Ziemlich genau das Gleiche. Abgesehen davon, dass wir nichts benutzen müssen. So. Alles klar. Huhu. Ich höre Hühner, das finde ich gut. Aber die Hühner sollen in meinem Stall auch zu hören sein. Oh, hier ist noch so viel Holz. So viel. Wobei, ich habe doch da vorne auch noch den einen oder anderen Baum. Gekillt möchte ich jetzt nicht sagen. Liebevoll hat sich dieser Baum der Natur entgegengewirkt. Das klingt doch schon durchaus besser, so. Ah, pflanzen wir hier mal so ein bisschen, ne? So ein paar Bäumchen hier, so ein Wäldchen, so. La 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 la. Lass da wieder so ein paar Wäldchen entstehen hier. Wird's wieder dunkel? Sieht fast so aus. So, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Mensch, wie viele haben wir denn noch? Hier geht's ja noch weiter.
Ach nee, der ist schon eingepflanzt. Aber. Hä? Wo war den denn setzen? Den setzen wir hier. Hehe. So, ich würde mir. Huch. Also hier scheint es ein paar Bäume doch erwischt zu haben. Nehmen wir die dann mal mit. Wir lösen sie von ihrem Elend. Obwohl, ich glaube eher, das war ein Enderman. Ich glaube, da steht weniger im Block einfach so in der Luft rum. Aber doch, ein paar Bäumchen hier scheint es erledigt zu haben. Von wegen Feuer und der Lava da. Boah, so, ne, hier, do. Boah. Ach, da unten ist Stein, okay. Dann weiß ich auch schon, wo wir uns bedienen, wenn wir Eimerchen haben und dann Lava für den Ofen brauchen. Also von wegen, ich muss gleich Meilen tief runter, um Lava zu finden. Ich habe doch gleich ein Lavabecken vor der Haustür, Mensch. Den lasse ich aber lieber nicht hereinfallen sollte. Und ach, ist das schön. Die Sonne neigt sich genau über unserem großen Berg dem Ende zu. Ach, das sieht doch wunderschön aus. Ein kleiner Traum. So, und ich wandere jetzt auch mit Absicht außen lang rum, weil durchs Wasser dauert es länger. Und ich möchte gern wieder schnell zurück, um weiter zu basteln, weil ich endlich diesen Hühnerstall fertig haben möchte. Ich will ein paar Küken, Mensch. Küken sind was Tolles. Und ich will sie haben. Du, 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 du. Yeah, wieder zu Hause. So. Und wir hatten. Nein, wir hatten überhaupt keinen Hunger. Mensch, wir verhungern hier und keiner sagt mir was. So, das reicht bei weitem nicht. Ich will die aber zuerst braten, so. Ja, natürlich jetzt wunderschön. Warte, 3. Ein normales Holz hält. Gott, was waren das? Ich glaube 1,5. Dann müssten genau 2 Stück das locker weghauen können. Ja. Ist jetzt so meine Taktik, ob die richtig ist. So. Und wie sieht's jetzt aus? Mann, noch nicht. Hm. Sehr doof. Ach, guck mal, da haben wir alles abgesäbelt. Nicht schlecht, so. Gut, dann Schwertchen gezückt und anstatt zu kämpfen, legen wir uns schlafen. Beschliff denn nicht mit einer Klinge im Nacken ein. So. Morgen, hey. Neuer Tag, neues Glück, neues Spiel. Und auch neuer Creeper? Gott sei Dank nicht. Und da schwebt ein Block in der Luft. Oh, ich kann das gar nicht ab und auch, wenn die Blöcke in der Luft schweben. So wie Mr. Fantastic da. Ah, so. Aber zuerst. Ach, wisst ihr was? Komm, dann hat das auch einen Nutzen für uns. So. Huch. Huch. Ja. Was ist denn jetzt los? Lass uns mal angucken. Yeah. Könnt ihr euch auch gleich meinen Skin angucken? Wir sind vergiftet. Och nein. Jetzt schweben wir so ein grünen Bläschen rum. Also, ja. Grüne Bläschen klingt irgendwie weniger appetitlich. So, sind wir fertig? Ja. Oh. Die Vergiftung hat aber lange gehalten. Da kenne ich Schlimmeres, Leute. So. Gut, dann können wir jetzt endlich hier weiterbauen. Und zwar haben wir jetzt wieder Holz. Und das verpulvern wir auch gleich mal. Damit ich es vielleicht sogar noch schaffe in dieser Aufnahme.